Und die Kunst ist auch ihr Leben. Eine Wiener Fotografin hat schon im ersten Lockdown begonnen, ein Herzensprojekt umzusetzen. Sie wollte diesen Lockdown 2020 in Bildern festhalten, für die Ewigkeit sozusagen. Wie das funktioniert und aussieht, Lisa Veitz hat sie für uns getroffen. Was ausschaut wie der Versuch, aktuelle Schönheitsfehler aufzuhübschen, hat viel mehr zu bieten. Es ist das Herzensprojekt der Wiener Fotografin Wien Florante. Statt im ersten Lockdown ohne Aufträge zu Hause rumzusitzen, hat sie eine andere Idee. Für vielen war das natürlich schwer und deshalb wollte ich halt etwas aufnehmen, was anders war. Und nicht nur die leeren Straßen oder es schaut so einsam aus, so dunkel aus, das wollte ich nicht aufnehmen. Ich wollte eben eine Geschichte draus machen und das ist halt eben entstanden. Via Internet ruft die Fotografin dazu auf, sich freiwillig an Fensterbankern fotografieren zu lassen. Im Endeffekt habe ich viele Meldungen bekommen, aber ich konnte nicht alle aufnehmen, weil ja, im dritten Stock, vierten Stock konnte ich halt die Leute nicht fotografieren, von dieser Perspektive jetzt. Also Erdgeschossfenster. Nach dem Fotografieren hat Wien dann noch Fragen gestellt, wie es den Menschen in ihrem Lockdown denn geht. So ist eine Geschichte entstanden, eine aus jedem Wiener Gemeindebezirk. Allen 23 hat sie einen Besuch abgestattet. Ich fahre ja immer mit meinem E-Scooter und das war halt angenehm und kalt. Ja, kalt ab und zu, aber es war schön. Anzuschauen hier in der Alserbachstraße 15 im 9. Bezirk oder im Internet. Dort ist auch nachzulesen, wie es den besuchten Menschen ergangen ist. Sobald es die Corona-Maßnahmen erlauben, wird es eine Ausstellung geben.